In meinem Zimmer ist noch Licht an. Das ist cool, das ist cool, das ist cool, das ist cool. So, liebe Leute, willkommen zurück bei Let's Play Hunted. Wir sind das letzte Mal rausgekommen. In die Wildnis. An die frische Luft. Das liegt jetzt schon drei Parts zurück. Aber egal. Revolt. Wir sind immer noch bei der Revolte. Wunderbar, herrlich, schön. So. Unser Auftrag war... Schaut oben links in die Ecke. Da ist der Tempel. Dort sollten wir hingehen. Und wir müssen immer noch Seraphina finden. Und oh mein Gott. Wie viel haben wir denn? Bla bla bla. Slave Trains. Bla bla bla. People. Seraphina. Bla bla. Escape Slaves Fight. La la. Resistance. Bla bla bla. Okay. Wie gesagt, wir müssen versuchen. Hoppala. Ach so. So, wir müssen jetzt versuchen, Seraphina zu finden, zum komischen Tempel zu kommen und jegliche weiteren Versklaven zu retten. Was wollen wir nochmal laufen? Laufen war Leertaste. Da! Yeah. Und direkt wieder einen Kristall bekommen. So, gut. Ist hier hinten etwas? Le Secret? Le keine Secret? Le Schade? Ich könnte mal eben mein Headset lauter stellen. So. So, jetzt bin ich auch wieder voll dabei. Jetzt höre ich auch endlich die Musik. So. Und hier sind wieder mal haufenweise Gegner. Mal schauen, ob wir sterben, wenn wir so in den Nahkampf gehen. Sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber den nehme ich noch mit in den Tod. An dich auf. Mann, wo kommst du her? Oh, damn it. So, gehen wir mal ein bisschen auf Fernkampf, weil die Lebenspunkte sind weg. Ja, jetzt können wir auch wieder auf Nahkampf gehen. Aber jetzt gehen wir dann egal. Oh, Mr. Herbter ist da. Oh. Na, komm her, du. Dich habe ich gewartet. Ach, verdammt. Ich teleportiere mich weg und bin sofort wieder da. Das ist doch wunderbar, ey. Blöde Ratte. Blöde Sau. Was sind die jetzt eigentlich für Viecher? Das sind auch Warger, ne? Ich schau gleich mal nach, was das für Viecher ist. Die haben auch alle ihre eigenen Namen. Ja, und solange ich den Nahkampf behage und die Fischer mich auch nerven und ich keine Heiltränke habe, ist das ein bisschen doof. Und... Gut. Ich habe nichts abgekriegt. Zumindest nicht von dem Kill. Von dem ich was haben wollte. Aber nein, Elara muss das ja alles selber machen. Bolzen tue sie nie. Wenn ich treffen würde. Ach komm. Machen wir mal ein bisschen Zauberei. Na, und? Ach so, ich muss erst ziehen und dann nochmal Q drücken. Genau, so war das. Bam! Yay! Thanks, girl. Sehr schön. So. Equipped. Unseres ist besser, das ist sehr schön. Aber dafür sind die Lebenspunkte so gut wie Hacke weg. Das Schwert hat... das Schwert, genau. Wie kommt ich ans Geld? So. Unser Kloppstab, der hat jetzt auch seinen tollen Magieeffekt verloren. Hier ist nichts mehr, das sah noch ein bisschen glänzend aus. Geh mal aus dem Weg, Elara. Ich brauche den Platz. Ich bin der fette Kerrog. Ich brauche Platz. Hab Angst vor kleinen Spinneviechern. Solche, die da gerade wieder waren. Und ein Schild. Jessup's Barrier. Das ist doch mal angenehm. So, das Schwert. Was kannst du? Fast, slow. Wechseln wir. Wie soll ich das langsame Teil jetzt eigentlich noch?
Weil das vorher noch verzaubert war. Ja, aber das ist jetzt doch so schlecht. So, schön, jetzt haben wir auch wieder ein Leben. Zumindest könnten wir uns die holen. The Persuader, nö. Jetzt haben wir hier wieder schnell. Das schnelle Schwert. Schön. Und hoffentlich kommen wir ziemlich schnell zu dem Tempel. Kann man hier lang? Komm, ihr Gegner. Oh, eine Truhe, eine Truhe. Und was kommt danach? 120 Gold. Für Lau? Endlich kriegt man mal etwas für Lau. Blöp. Der braucht immer so lang zum Nachladen. Ich wollte jetzt manuell nachladen, hab dann aber auf R gedrückt. Ja. So, wir haben einen weiteren Checkpoint erreicht. Wieder Klopp-Sachen gefunden. Unser Schredder ist besser. Mein Gott, wie viel hier liegt. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Das macht mich traurig, weil ich jetzt nicht weiß, was auf mich zukommen wird. So, hier haben wir eine Fiole. Die könnte sich die Elara schnappen. Oder die hat noch drei. Tatsache. Gut. Falls mal einer verkacken sollte, das wird im Zweifelsfall immer ich sein. Z drücken, um zu wissen, wo wir lang gehen müssen. Da rein. Okay. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Triggern wahrscheinlich irgendetwas. Terror. Ja. Das Horn von Gondor. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Mit Heddering habe ich mich nie so sehr beschäftigt. Verzeiht mir, wenn ich dort einen Fehler gemacht habe. So. Gut, wir kriegen erstmal einen Klopper. Damit wir richtig auf die Scheiße hauen. Scheiße hauen können. Klopp. Mich nervt es immer wieder, dass der Gegner so schnell weg sich teleportiert. Das ist nervig. So, da kümmere ich mich schon mal um. Die beiden hier kann ich gleichzeitig verprügeln. Sehr schön. So, bleib stehen. Verdammt, damit habe ich nicht gerechnet. Heil mich. Wo ist die Fiole? Seriously? Meine Güte, das war knapp. Ich sollte wahrscheinlich erstmal versuchen, den dicken Zauberer da wegzumachen. Weil der macht gerade viel Zeug. Viel Zeug, was mir nicht gefällt. Und ich krieg gerade auch viel Schaden ab, meine Güte. So, da bist du ja wieder. Bleib mal stehen. Ha! Immer bei sowas. Na, noch komm. So, jetzt kriegst du auf die Nase. Das war's. So. Dann ist der letzte jetzt eigentlich auch kein Problem mehr. Das einzige Problem ist, er hat noch viel Leben. Wo kommen die denn her? Ach, nein, nicht noch einer. Okay, wird Zeit für ein bisschen Magie. Was er kann ich auch. So. Boah, das macht sogar ziemlich viel Schaden. Ja, komm. Au. Ja, ist gut. Ich glaube, gegen den werde ich in Zukunft nur noch Magie verwenden. Weil das scheint ja gut zu funktionieren. So, mein Gott, wie viele kommen denn dann noch? Das Problem ist auch so langsam, dass
ich mir das jetzt abschmieren kann mit der Magie. I need healing. Elara, nee, danke. Put me down. Lass mich durch, ich muss erst die Hilfe leisten. Was habe ich denn getan? Ach ja, das war wahrscheinlich hier der Kampf, von dem ich hier von geredet habe, der wahrscheinlich kommen wird. Aus sicherer Entfernung. Das ist alles doch kein Problem. Außer wenn sie näher kommen. Ach komm schon, Arrow to the Knee. Was war das denn? Na, toll, den Abschnitt kann ich mir jetzt auch wieder von neu machen. Gerade noch. Das sieht sehr interessant aus. Mensch, das ist doch Bullshit. Wie sehr das stört. So, kann ich hiermit irgendwas machen? Ah, damit kann ich irgendwas. Oh nee, trinken. Ach so, eigentlich sollte ich das doch nicht trinken. Okay, und wie lange hält das Zeug? Auf jeden Fall hält das lang genug. Ja, ich habe ja noch ein paar Füße übrig hier. So, und das. Ja, deswegen bleibe ich einfach mal stark. Hau alles nieder. So, ich hoffe, das wird dann auch die letzte Welle von Gegnern sein. Weil langsam regt das doch schon ziemlich auf. Mein Gott, ich bin gerade hier im Hard Mode. So. Hinrichten. Auch wenn man nichts. Oh, man sieht ja doch was. Bam. Kloppe. Mensch, es reicht langsam hier. Hier mal mit eurem Rumgeballer. Boah. Schon wieder? Oder machen die das jetzt? Okay, aber da. I don't get it. Ich verstehe es nicht. Und ich weiß noch nicht, wie lange das hier anhält. So, wir müssen. Oh ja, ich kann nicht durch Gras gehen. Ist ja wunderbar. So, dann benutze ich jetzt mal die Variante. Gehen wir mal hinein. Oder doch nicht? Oder müssen wir das von neu machen? Ich habe keine Ahnung. Komm schon, ich habe dich doch getroffen. Ja. Und nochmal. Durch die Wand. Genau. Alles zensiert. Das Spiel ist eigentlich ab 18, aber... Okay, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Ist das dann eine dumme Idee? Erstmal muss ich hier auch alles wieder aufsammeln. Meine Güte, war das gerade ein Kampf. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf doch solche große Ausmaße erreicht. Ja. Somebody please help me. Ja, wo denn? Was? Nein. So, jetzt müssen wir auf einmal nicht mehr hier lang, oder was? Was ist denn hier? Das ist Bonus, oder was? Ah. Hilfe. Ach so, hier leuchtet's. Mein Gott. He was leading the uprising, but they took him prisoner.
I think they're holding him in a Wargar camp beyond the gate. Please, please save him. Gut, ich sollte wahrscheinlich erst sie retten und mich dann um den Kampf kümmern, aber nun gut. So, ist das ein Kreislauf? So, was ist hier? Magie. Gut. Mit Magie ist das Leben doch viel einfacher. Mit Magie. Boah, unser Schild hat ziemlich was einbüßen müssen. So, hat hier nicht gerade auch noch irgendjemand gequengelt? Warte mich. Oder war das die Frau da hinten? Das weiß ich ja gerade gar nicht. Aber der Schild ist jetzt auch schon so gut wie hinüber. Leider.